Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, in der Vorlesungsreihe der Biodiversität sind wir mittlerweile bei der dritten Vorlesung angelangt. Hier werden wir uns um die Gruppen Amorphea und Ophistochonda kümmern. Und wie man anhand des Bildes schon sieht, noch sind wir nicht ganz bei den Tieren, wir stehen noch in Anführungszeichen etwas drüber. Aber wir nähern uns. Und fangen wir wieder mal an mit dem Inhaltsverzeichnis und da geht es los mit der Taxonomie der Amorphea. Dann kommen wir zu den einzelnen taxonomischen Untergruppen, die Amoebozoa, die auch Wechseltierchen genannt werden, Breviatea, Ancyromonadida, Apusomonadida, Mantamonas und Ophistochonda, die Hinterpoligen, wo ich nochmal einteile in Nuclidmycea, die Kernpilze, und Holozoa, die Gesamttiere. Ihr seht, am Ende dieser Vorlesung sind wir schon den Tieren mehr oder weniger angelangt. Aber wir müssen uns hier erstmal mit den anderen Gruppen auseinandersetzen und schauen, was es damit auf sich hat. Fangen wir also an, dass wir die Amorphea einteilen. Wie ich schon so ein bisschen erwähnt habe, sind es halt nicht nur Tiere, sondern hauptsächlich auch Pilze und Tiere, sowie einige Schleimpilze und Amöben. Alle haben das gemeinsame Merkmal, die sogenannte Gestaltlosigkeit der Zellen. Und die meisten Vertreter haben auch eine einzige Geißel. Was haben wir hier für Gruppen? Den Amorphea ungeordnet sind die Ophistochonda, die haben keinen Rang. Ebenso wie die Amoebozoa. Die Breviatea, ihr seht, gestrichelt. Und erinnert euch sicher daran, dass das bedeutet, dass man hier sich auch noch unsicher ist, ob die da zuzuordnen sind. Genauso verhält es sich mit der Gruppe der Ancyromonadida und der Apusomonadida sowie Mantamonas. Ihr seht, alle ohne Rang. Zwei, die sicher der Amorphea angehören. Vier, bei denen man denkt, sie gehören der Amorphea an, wenn, weiß man nicht genau wie. Okay, damit sind wir auch schon bei der ersten Gruppe der Amorphea, die Amoebozoa, die sogenannten Wechseltierchen. Kommt aus den Worten Amoibe für Wechsel und Zoa für lebend. Kann man natürlich aber auch mit tierisch übersetzen. Es sind damit also dann die Wechseltierchen oder das Wechselleben. Da wir uns aber ja quasi den Tieren nähern wollen, ist Wechseltierchen hier vielleicht etwas sauberer. Wie auch so oft beschreibt der Name eigentlich ein typisches Merkmal, und zwar hier in der Fall, dass sie keine feste Form haben und da sie in der Lage sind, diese stetig zu verändern. Das ist nicht wie wir. Unser Arm mag natürlich etwas variieren, je nachdem, welche Muskeln wir anspannen und wie wir quasi grundtechnisch aufgebaut sind. Aber wir alle werden sofort einen Arm von uns erkennen. Bei den Amoebozoa ist das halt nicht in dem Sinne der Fall. Sie können ihre Gestalt komplett verändern. Bei ihnen sind auch ausnahmslos nur einzellige Organismen vorhanden, die allerdings ein bis drei Zellkerne aufweisen können. Das ist natürlich etwas sehr Besonderes, weil normalerweise hat ja eine Zelle höchstens einen Zellkern oder gar keinen, aber hier können bis zu drei Zellkerne vorliegen. In der Regel vermehren sich die ganzen Vertreter durch Zellteilung. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, die tun sich dann sexuell fortpflanzen. Unter Punkt 3 kommen wir jetzt zu den Breviatea. Leider nur sehr gering erforscht und aktuell werden drei Arten ihr zugeordnet. Das sind Breviatea anathema, Pyxuia biforma und Subulatomonas tetraspora, welche in gleichnamigen Gattungen gruppiert sind. Das heißt, wir haben hier quasi drei Gattungen mit jeweils einer Art. Bei Breviata anathema ist etwas besser erforscht und die wurde ursprünglich auch noch zu den Amoebozoa gestellt, da sie auch eine amöboide Gestalt aufweist. Damals hieß sie deswegen auch noch Mastiga amöba. Forscher haben aber festgestellt, dass Breviata anathema oder ehemals Mastiga amöba keine echten Mitochondrien besitzt, sondern nur über ähnliche Strukturen verfügt. Und zudem ergaben genetische Analysen, dass keine nahe Verwandtschaft zu den Amoebozoa besteht und daher musste man sie umgruppieren und von den Merkmalen, wie sie aktuell vorlagen, passten sie dann am ehesten in die Breviatea, weshalb sie da jetzt gelandet sind. Hier sehen wir einen kleinen Aufbau dazu, etwas skizziert.
Es sind halt amöboide Protisten, also keine Amöben selbst, aber sie haben von der Form her, sind sie wie Amöben quasi gestaltlos. Protisten, Einzeller. Wichtig ist, sie haben eine einzelne Flagelle und die keine Mitochondrien, allerdings Organellen besitzt, die Mitosomen genannt werden und den sogenannten Hydrogenosomen ähneln. Das sind wiederum Organellen, die bei Organismen vorkommen, die Habitate mit sehr geringem Sauerstoffvorkommen aufweisen und daher sich haben etwas, sag ich mal, einfallen lassen müssen, um irgendwie auch ohne diesen Sauerstoff auszukommen und daher in der Lage sind, einen anaeroben Stoffwechsel durchzuführen. Das heißt, sie brauchen den Sauerstoff nicht aus der Luft, sondern können sich ohne Sauerstoff ernähren. Ja, damit sind wir auch bei den Ankyromonadida. Auch diese ist nur sehr gering erforscht. Man hat sie allerdings als separate Gruppe innerhalb der Amorphaea gestellt, da genetische Untersuchungen keine signifikanten Verwandtschaftsbeziehungen zu anderen Vertretern der Amorphaea belegen konnten. Und vom logischen Ausschlussprinzip, das sagt, wenn du zu niemandem gehörst, dann bist du wohl selbstständig, hat man gesagt, okay, du bist jetzt eine selbstständige Gruppe. Es ist auch nicht bekannt, ob alle Vertreter über zwei Flagellen verfügen. Allerdings, die Untergruppe Ancyromonas hat auf jeden Fall zwei. Und Ancyromonas kommt sowohl in terrestrischen als auch marinen Ökosystemen vor und ist dort weit verbreitet. Das heißt, das Vorhandensein von zwei Flagellen wäre ein mögliches Merkmal zum Abgrenzen, weil bisher alle Vertreter, die man untersucht hat, was quasi nur einer ist, aufweisen. Und gerade die Tatsache, dass nur einer ist, da will man sich noch nicht festlegen, dass es ein wirklich ein zutreffendes Merkmal ist. Es könnte ja sein, dass andere Vertreter andere Auffälligkeiten diesbezüglich haben. Unsere fünfte Gruppe heute sind die Aposomonadida. Ihr seht vom Aufbau her doch relativ ähnlich. Wir haben hier auch Zellkern, Zellplasma, Zellmembran und der Unterschied Flagellen, also nicht nur eine, sondern zwei. Und bei den Aposomonadida handelt es sich um eine kleine Gruppe heterotropher Flagellaten, also Wesen, die sich von organischen Substanzen ernähren und Wesen, die über Flagellen verfügen. Wichtig, wie ich schon sagte, ist, sie haben halt zwei Flagellen, damit man sie gut unterscheiden kann. Und einer davon bildet auch eine Art Rüssel. Ein weiteres auffälliges Merkmal ist, dass ihre Zellmembran von einer sogenannten Pellicel umhüllt ist. Und dabei handelt es sich um eine dünne, flexible Schicht, welche es ihnen erlaubt, ihre Form zu ändern und gleichzeitig die Zelle schützt. Ihre Pellicel ist dabei jedoch wie eine Art Faltenrock gefaltet. Das ermöglicht die Bildung von sogenannten Scheinfüßchen, Fachbegriff hier für Pseudopodien. Diese dienen der Fortbewegung, ähnlich wie eine Amöbe das macht. Sie kann quasi ihr Inneres, wenn wir es jetzt übertreiben, so verschieben und ausstülpen, dass sie sich dort festhaftet. Und an der anderen Stelle löst sie es wieder und zieht sich quasi ran und bewegt sich damit sehr, sehr langsam fort. Die sechste Gruppe ist Mantamonas. Ihr seht vom Aufbau her auch recht wieder ähnlich, aber wir sehen, hier fehlt diese Zellmembran mit der Pellicel. Flagellen, ja, sind vorhanden, wie man sieht, auf der Zeichnung zwei Stück, einen davon aber eindeutig reduziert und auch ein Pseudopodium ist hier zu erkennen, können natürlich auch mehrere vorliegen. Diese Gruppe hat ebenfalls den Status Encerasidis, das heißt, der Sitz ist unsicher, man weiß nicht genau, wie sie zu gruppieren sind und auch von dieser ist nur sehr wenig bekannt. Man weiß, dass ihre Vertreter auch zwei Flagellen haben und in der Lage sind, Pseudopodien auszubilden, was jetzt erstmal natürlich uns überhaupt nicht hilft, sie irgendwie zu trennen. Allerdings mussten sie aufgrund signifikanter genetischer Unterschiede in eine eigene Gruppe gestellt werden. Auffällig ist allerdings, dass eine der Flagellen besonders lang ist, während die andere sehr dünn und daher kaum erkennbar ist, quasi verkümmert, sage ich mal. Und das wäre jetzt schon ein Unterscheidungsmerkmal. Problem ist natürlich, dadurch, dass sie so verkümmert ist, kann es den Anschein erwecken, dass sie halt nur eine hat. Hier muss man also wirklich eine gute Auflösung haben und genau schauen. Damit kommen wir auch schon zu den Ophistochonda, den Hinterpoligen. Die wörtliche Übersetzung beschreibt natürlich auch ihr wichtigstes Merkmal, und zwar eine Geißel bzw. eine Flagelle, die am hinteren Ende ist.
Das ist das sogenannte dorsale Ende. Du könntest ja mit den Seiten auch mal befassen. Ventral ist die Bauchseite in der Regel. Dorsal Rücken, lateral ist Seite. Oben, unten, ja, das variiert dann halt. Kaput meist Kopf. Um mal ein paar Begriffe hier reinzuschmeißen. Wichtig ist allerdings, wenn wir zum Thema kommen wollen, dass das Cilium mindestens in einem Entwicklungsstadium vorhanden sein muss und bei späteren fehlen kann. Bestes Beispiel sind Spermien. Wir Menschen haben halt keine Flagelle mehr, zumindest ich habe keine mehr. Aber ich hatte mal einen, der im Moment, wo ich noch ein Spermium war. Und das reicht eigentlich schon, weil in diesem Entwicklungspunkt hatten wir als Menschen alle mal eine Flagelle hinten dran gehabt und zählen damit zu den Ophistochonda, den Hinterpoligen. Organismen, die keine Spermien haben oder das oder nicht ähnliche Fortpflanzungsmechanismen haben, die sowas ausbilden, zählen halt nur dann dazu, wenn eine adulte Form so etwas hätte, was aber auch eher selten ist. Wichtig ist auch, dass die Zilien kein Mastigonema besitzen dürfen. Das ist ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen den Ophistochonda und den Cryptophyceen. Und wenn wir uns das hier mal ein bisschen genauer anschauen, mal dargestellt eine kleine Ophistochonda ohne Mastigonema und das heißt keine befiederten Zilien oder Geißeln, das ist mit Mastigonema eigentlich gemeint. Die Zilie ist also glatt und lang, während bei den Cryptophyceen die Zilien Mastigonema haben, also befiedert, fast schon behaart sind, sage ich mal, und das eine optische Unterscheidung darstellt. Die Ophistochonda werden zunächst in die Nucleidmycia und die Holozoa Gesamttiere unterteilt. Ich habe hier nochmal dieselbe Darstellung. Ihr seht, auch von den Ophistochonda gehen die zwei Gruppen weg. Und wenn wir uns mal die Übersicht zum Amorphea anschauen, um das mal alles zusammenzufassen, können wir das auf drei Spalten reduzieren. Und zwar die Frage, ob eine amöboide Gestalt vorhanden ist, wie viele Flagellen bzw. Zilien vorhanden sind und eventuell, ob es noch eine Besonderheit gibt, die uns bei der Unterscheidung hilft. Stellen wir das mal gegenüber. Bei den Amöbozoa, wie der Name schon vermuten lässt, die haben eine amöboide Gestalt, keine Flagellen, die haben höchstens zur Fortbewegung die Pseudopodien und können 1 bis 3 Zellkerne aufweisen. Das ist doch schon mal hilfreich. Damit kommen wir weiter. Dann haben wir Breviatea, die zwar auch eine amöboide Gestalt haben, aber über mindestens, oder was heißt mindestens, über genau eine Flagelle und ein Cilium verfügen. Als Besonderheit hätten wir noch keine Mitochondrien. Das heißt, an den letzten zwei Merkmalen hier könnte man beide schon trennen. Dann haben wir die Ancyromonadida. Die haben keine amöboide Gestalt, das heißt, damit kann man sie schon von den anderen unterscheiden. Die Anzahl der Flagellen beträgt 2, auch das ist für die anderen beiden Gruppen, die wir bisher hier haben, untypisch und daher unterscheiden wir es mal. Und auch keine Besonderheit. Dann haben wir Aphusomonadida, auch eine amöboide Gestalt. Okay, ist jetzt noch nicht hilfreich. Anzahl Flagellen, 2. Ah, okay. Jetzt haben wir doch schon mal eine schöne Möglichkeit, das zu trennen. Denn wir haben keine anderen Amöboiden, die 2 Flagellen oder Zilien haben. Damit können wir es trennen. Oder aber wir haben eine sehr, sehr gute Auflösung oder ein sehr gutes Bild und sehen die Pellicee, diese flexible Schicht, die auch Pellicle genannt wird. Und das wäre auch ein Unterscheidungsmerkmal. Dann haben wir Mantamonas, ebenfalls amöboide Gestalt. Gut, bei den Gestaltlosen passt das ganz gut. Hat auch 2 Flagellen, das heißt von Aphusomonadida sehr schwer zu unterscheiden. Hier müssen wir auf die Besonderheit dann zurückgreifen und schauen, ob eine Flagelle extrem lang, beziehungsweise die andere sehr verkümmert ist. Oder halt, wir machen es wieder an den Pellicle fest und können es dadurch unterscheiden. Last but not least, Ophistochonda, da wo wir hingehören. Die haben keine amöboide Gestalt, ja, sieht man an uns ganz gut. Die Anzahl der Flagellen ist im mindestens ein Entwicklungsstadium gleich 1. Hatten wir halt, als wir noch ganz klein waren. Und die Besonderheit ist, kein Mastigonema vorhanden. Damit man es auch unterscheiden kann von der anderen Gruppe. Ja, mit dieser Übersicht eigentlich können wir alle Amorphea relativ ideal einordnen. Zumindest in diese grobe Untergliederung. Wir kommen aber noch zu den 2 besprochenen Untergruppen. Das ist zuerst die Nucleidmycea, die Kernpilze. Der Name ist Programm. Nucleus, der Kern, kennt man vielleicht vom Zellkern, und Mykos,
Das ist der Pilz, auch recht bekannt, macht natürlich zusammen den Kernpilz oder die Kernpilze. Der Name sagt natürlich auch schon, dass hier ein Großteil der untergeordneten Arten Pilze darstellt. Und was auch noch richtig wichtig ist, ist, dass die Gruppe rein phylogenetisch definiert ist. Das heißt, es gibt keine eindeutigen morphologischen Unterscheidungsmerkmale. Es reicht quasi nicht zu gucken, sondern man muss hier genetische Analysen zugrunde legen, um die genaue Unterscheidung zu erreichen. Denn man muss sie von der anderen Untergruppe, den Holozoa, den Gesamttieren, natürlich trennen. Die Holozoa umfassen 6 Gruppen, von denen die Tiere, die Metazoa, die größte darstellen und daher namensgebend sind. Zu dieser zählen auch wir Menschen. Auch hier gilt rein phylogenetisch definiert, sprich rein optisch nicht gut zu unterscheiden. Hier brauchen wir genetische Analysen. Natürlich haben wir einige Vertreter, die wir sehr, sehr schnell zuordnen können. Wir werden den Birkenpilz extrem schnell zu den Kernpilzen packen und wir werden uns Menschen oder auch den Hund natürlich sofort in die Holozoa gruppieren, einfach weil es sinnvoll ist. Wenn man ja aber sagt, es ist kein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal, dann meint man als Biologe nicht, dass man eine einzelne Art von einer ganz anderen, weit entfernten Art unterscheiden kann. Das ist natürlich leicht, dafür braucht man die Biologie nicht. Sondern es ist damit gemeint, dass man alle Vertreter von einer Gruppe verglichen mit allen Vertretern einer anderen Gruppe, wenn man die voneinander trennen möchte, dass man hier ein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal haben will, was alle charakterisiert und unterscheidet. Und rein morphologisch haben wir das zwischen diesen zwei Gruppen nicht. Daher können wir nur auf die Genetik zurückgreifen, die das unterstützt. Und damit kommen wir zum Teil, wo ich eigentlich mit Reden von der Theorie her soweit fertig bin und mir wieder ein paar Aufgaben überlegt habe, damit ihr das, was wir gerade besprochen haben, ein bisschen üben, lernen und festigen könnt. Denn was nützt es, wenn man sich das alles angehört hat, aber gleich wieder vergisst? Hier muss man elaborieren, das heißt wiederholen, benutzen, aneignen. Quasi, man muss es festigen, indem man es selbst verknüpft. Daher meine Bitte, Stift und Papier zur Hand, Aufgaben gelöst, pausiert das Video an der Stelle, ich springe zur Lösung und ja, dann schauen wir mal, ob wir alle dasselbe raus haben. Ich wünsche ganz doll viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. Aufgabe 1 lautete: Ordne folgende Begriffe in nachfolgendes taxonomisches Schema ein. In welcher dieser Gruppen ist der Mensch, quasi Homo sapiens sapiens, einzuordnen? Gegeben hatte ich euch die entsprechenden Gruppen, die Ankyromonadida, Amoebozoa, Amorphea, Apusomonadida, Previatea, Holozoa, Mantamonas, Nucleidmycea, Ophistoconta. Kleine Scherzaufgabe, versucht das zehnmal hintereinander schnell zu sagen. Dann habt ihr wahrscheinlich die besten Namen schon mal drauf. Okay, aber wir fangen an. Amorphea ist natürlich unser Startpunkt, die größere Gruppe. Davon gehen die Amoebozoa weg. Die Previatea gestrichelt, einfach aus dem Grund, weil halt hier wirklich kein sicherer Sitz vorhanden ist. War aber in der Aufgabe jetzt nicht wichtig. Die Ankyromonadida, die Apusomonadida, Mantamonas, Ophistoconda ohne Rang. Und jetzt war eigentlich die einzigste Schwierigkeit, Nucleidmycea und Holozoa, quasi, dass wir die an die richtige Stelle gepackt haben. Und das ist quasi, da ist der Mensch hinzuordnen, wir sind natürlich eins der Tiere. Das war, denke ich, keine schwere Aufgabe. Zweitens war schon ein bisschen schwerer, man sollte beurteilen, ob die Behauptungen, die ich hier aufgestellt habe, wahr oder falsch sind. Zur Erläuterung, grün ist bei mir wahr, rot ist falsch. Behauptung A war, zur Gruppe der Previatea werden aktuell nur 3 Arten gezählt. Ja, wir haben uns erinnert, ich sagte, 3 Arten gehören dazu, jede davon hat eine einzelne Gattung und ja, das passt. Auch B war eine wahre Aussage, die da lautete, Hydrogenosomen sind wichtig für den Stoffwechsel von Organismen, die in sauerstoffarmen Habitaten vorkommen. War auch so, das war ja quasi das Ersatzorgan der Mitochondrien, die ja sonst für die Zellatmung zuständig sind. Man braucht hier natürlich ein anderes Zellorganell, um die Energie entsprechend zu gewinnen und energetisch Energie bereitzustellen. C, da habe ich Falschaussage getroffen, und zwar, dass Pseudopodien auch Scheinärmchen genannt werden.
Klar, begrifftechnisch wäre das nicht ganz unlogisch, aber sie heißen nun mal Scheinfüßchen. Der lateinische Name verrät sich auch Pseudo für Anschein oder nicht echt. Und Podium, der Fuß, macht halt Scheinfüßchen. Auch D war gelogen. Da habe ich die Aussage getroffen, dass aufgrund der deutlichen morphologischen Unterschiede zwischen den Holozoa und den Nucleidmycea diese in separate Gruppen getrennt wurden. War natürlich nicht der Fall. Hier hatte man ja das Problem gehabt, dass man nur anhand der genetischen Merkmale in der Lage ist zu unterscheiden. Und drittens war, erstelle anhand folgender Merkmale zwingend vom ersten zum letzten einen möglichen Unterscheidungsschlüssel für die Bestimmung von den Untergruppen der Amorphea. Folgende Begriffe sollte man nehmen: amoeboide Gestalt, Anzahl Flagellen und sonstige Merkmale. Ja, die Aufgabe war ein bisschen tricky. Hier musste man auch sich clever überlegen, wie man die Aufgabe angeht und nicht nur um was es geht. Aber wir fangen an. Wichtigste Sache ist die amoeboide Gestalt. Man könnte es auch anders aufbauen, aber so geht es am schnellsten. Steht ja da, zwingt vom ersten zum letzten. Wenn eine amoeboide Gestalt vorhanden ist, müssen wir uns als nächstes die Frage stellen, wie viele Flagellen oder Zilien sind vorhanden. Steht da, sollte dann das zweite Kriterium sein. Ist keine vorhanden, dann sind wir hier bei amoeboide Gestalt ohne Flagellen, muss Amoebozoa sein. Bei einer Flagelle sind wir bei Praeviatea. Und haben wir zwei, dann kommt sonstiges Merkmal, was wir abfragen müssen, ob die Pellikle vorhanden ist, beziehungsweise ob die Flagellen gleich lang sind. Ist entweder eine Pellikle vorhanden oder sind die Flagellen gleich lang? Sind wir bei Aposomoadida? Falls nein, sind wir bei Mantamonas. So, haben wir keine amoeboide Gestalt, fragen wir natürlich erstmal auch wieder, wie sieht es denn aus mit den Flagellen oder Zilien? Wenn da nur eine ist, dann sind wir bei Ophistoconda. Haben wir zwei, sind wir bei Ancyromonadida. Ja, und damit haben wir diese Gruppen alle abgegangen. Ich hoffe, es war für euch so interessant, das zu hören und mitzuarbeiten, wie für mich das Erstellen und mir die Aufgabe auszudenken. Hoffe euch auch bei den nächsten Videos wiederzusehen. Wir machen natürlich dann mit den Holozoa weiter, also quasi jetzt, sage ich mal, mit den richtigen Tieren. Pflanzen und Pilze haben jetzt ja mehr oder weniger ausgeklammert, ein paar andere Gruppen. Und ja, ab da kommen wir dann auch langsam in den Bereich, wo man sich auch ein bisschen besser auskennt, wo die ganzen Sachen hier nicht so rein theoretisch und abstrakt werden, wie, was will der denn jetzt hier mit einem Pellikle? Habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen. Und was unter Mikroskop? Ja, das sehe ich doch in echt nicht. Ist natürlich vollkommen korrekt. Aber keine Angst, wenn wir dann zu den Tieren kommen, da denke ich, wird das ein bisschen einfacher, ein bisschen anschaulicher und vor allem auch ein bisschen informativer. Seht ihr, bei diesen Gruppen hier tun sich ja sogar Experten extrem schwer, erstmal die Sachen überhaupt richtig einzuordnen, dann noch griffige Unterscheidungsmerkmale zu finden, auszusagen, ja, das Genom ist halt anders, ja, mein Genom und dein Genom ist auch anders, halt nur prozentual so geringfügig, dass wir dieselbe Art darstellen. Aber nichtsdestotrotz, ich würde mich natürlich über eine gute Bewertung freuen. Ein Daumen hoch hilft mir auch sehr. Und wie ich letztens erfahren habe, tut der YouTube-Algorithmus nicht nur auch nach Daumen hoch, sondern auch danach filtern, wie in den sozialen Medien diskutiert wird. Also wenn man hier meinetwegen Mantamonas schreiben würde, ganz oft würde mein Video eher in der Liste auftauchen als eins, was nicht Mantamonas hat. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das sinnvoll ist. Ja. Da würde ich mir allerdings keine Hilfe erbitten, das halte ich für ein bisschen Quatsch und hoffe, dass der Algorithmus nochmal angepasst wird, weil es ist der totale Unfug. Was ich auch gehört habe, ist, dass nicht jeder immer informiert wird, wenn ein neues Video kommt. Wer gerne auf den Laufenden meiner Videos bleiben möchte, der kann natürlich mich nicht nur abonnieren, sondern ganz sicher dazu gehen, dass er auch wirklich dann neu reingestelltes Video bekommt, das kleine Glöckchen aktivieren. Dann bekommt man auf jeden Fall die Mitteilung, dass ich was hochgeladen habe. So, das reicht jetzt aber an Abspanngebrabbel. Ich verabschiede mich in ein schönes Wochenende. Hier scheint endlich mal die Sonne und die Temperaturen sind toll, auch wenn es bald anders werden soll. Hoffe, ihr macht auch euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, was auch immer. Und ihr wisst ja, wir hören uns. Tschüss!